Kennst du das auch, dass du irgendwie so am Überlegen bist, soll ich das machen oder soll ich das machen? Soll ich dieses oder jenes? Steht heute das an oder steht heute das an? Und im Endeffekt tust du gar nichts. Aufschieberitis macht sich breit in allen Ecken und Enden. Und das, was du vorhattest, wo du so super motiviert warst, das durchzuziehen, stellst du am Ende des Tages fest, oh shit, wieder nichts davon passiert. Aufschieberitis ist nichts anderes als dieses Überdenken, Überdenken, Überanalysieren der Dinge und der Entscheidungen, die du nicht triffst. Und dieses Überdenken und dieses Zerdenken der jeweiligen Situation und dessen, was ansteht, führt nicht nur dazu, dass du das eigentliche Ding wieder mal nicht gemacht hast, sondern es führt auch dazu, dass wir uns in der Regel echt beschissen fühlen. Eben weil wir es nicht gemacht haben. Und versuchen für uns selber zigtausende Ausreden zu finden, warum es okay ist, dass wir es nicht gemacht haben. Und warum es okay ist, dass wir es noch nicht jetzt machen. Und warum es okay ist, uns nicht schlecht zu fühlen, deswegen, weil wir es nicht getan haben. Aufschieberitis ist so eine Bitch, ganz ehrlich. Ich hasse es selbst und ich hasse es, wenn ich mich selbst dabei beobachte, wie ich beginne, die Dinge aufzuschieben. Ob das ist mein tägliches Laufworkout, ob das ist die Funnel-Erstellung, ob das ist den Versand des Newsletters oder die Erstellung der Grafik, die Erstellung der Grafik. Ob das ist, jemanden neuen für mein Team zu suchen, so mein Best Partner in Crime, völlig egal. All diese Dinge, wenn wir sie nicht tun, ergeben wieder einen dieser losen einzelnen Fäden, die wir so sehr hassen. Und die hassen wir so sehr wie diese Spinnweben, die irgendwo hängen, in die wir so völlig unerwartet reinrennen und dann so völlig ausflippen, so, ah, Spinnweben irgendwie. Und genauso musst du dir das vorstellen mit diesen Entscheidungen, die du nicht triffst. Das Thema, soll ich jetzt live gehen oder nicht? Soll ich jetzt den Fotograf anrufen für das nächste Fotoshooting? Soll ich dieses Freebie erstellen? Soll ich diese Insta-Story machen? Soll ich mit diesem Angebot rausgehen? Sobald du merkst, dass sich diese Aufschieberitis bei dir bemerkbar macht, sollten die Alarmglocken losgehen. Und zwar laut und schrill. Und zwar dermaßen, dass du für dich erkennst, es dreht sich mal wieder alles nur um dich. Es dreht sich mal wieder alles nur um dein Ego. Und genau das ist, was du dabei erkennen musst. Wirklich zu verstehen und zu sehen, jedes Mal, wenn ich etwas aufschiebe, jedes Mal, wenn ich nervös werde, jedes Mal, wenn dieses Krummeln im Bauch kommt, jedes Mal, wenn ich nicht weiß, soll ich das machen, geht's nur um dich. Es geht nur um dein Ego und es geht nicht mehr um das, was du da draußen eigentlich auch wirklich bewirken willst. Es geht nicht mehr um das, was du da draußen tatsächlich auch bewegen willst. Es geht nur mehr um dein Ego. Und wenn dein Ego größer ist als das, was du eigentlich willst, dann heißt dem Ding wirklich klar zu machen, halt die Klappe und lass mich durchziehen, was ich durchziehen will. Wenn du als Unternehmer, als Unternehmerin wirklich richtig erfolgreich sein willst, dann musst du lernen, dein Ego zur Seite zu schieben. Dann musst du lernen, deinem Ego die Schranken zu weisen und ihm auch klar zu machen, hey, wow, es geht jetzt nicht um mich. Ich habe ein Business aufzubauen, hochzufahren, durchzubringen, zu wachsen lassen, zu expandieren. Ich habe was auch immer zu tun. Da kann ich mein Ego gerade nicht brauchen. Wenn wir nervös werden, wenn wir unsicher werden, geht es, wie gesagt, immer nur um unser eigenes Ego. Und wenn du es nicht schaffst, dieses Ego in den Griff zu kriegen, dann kommst du dementsprechend eben auch einfach nicht so schnell voran, wie du könntest. Weil dein Ego dann erstmal quasi lernen muss, mit dir Schritt zu halten und du dich immer wieder von dem bremsen lässt, was dir dein Ego ansagt, vorgibt, einrät. Ein Tipp kann sein, dass du dir wirklich ein alter Ego zulegst, diese Version von dir oder von etwas, wie für Beyoncé, Sasha Fierce, wie für viele andere, die ihr eigenes alter Ego haben. Für den einen ist es das Aufsetzen der Brille. Für Sylvester Stallone in Over the Top ist es das Umdrehen
seiner Kappe, wo er dann in diese Energie hineingeht. Für manche andere ist es ein bestimmter Stift oder ein bestimmtes Kleidungsstück oder einfach nur eine Energie, in die sie hineingehen. Als ich mich vor einigen Jahren ganz intensiv mit dem Thema Alter Ego beschäftigt habe, hatte ich immer so ein kleines Post-it, diese Sticky Notes auf meinem Laptop kleben. WWVT, was würde Viviane tun? Weil das ist mein Alter Ego. Und Viviane ist mein Taufname von meiner Mama, weil sie heißt Marilyn Vivian. Und Viviane als mein Taufname ist jemand für mich, wo ich sage, wow, okay, also die zieht das Ding einfach durch. Und wann immer ich sie gerade in diesen Phasen vor einigen Jahren sehr intensiv gebraucht habe, mein alter Ego, war sie da, im Sinne von diesem Post-it, WWVT, in dem einfach da steht, okay, was würde Viviane tun? Okay, ja, wow, die würde das jetzt durchziehen, die würde das jetzt machen, die würde das sagen, die würde das schreiben, die würde den Anruf machen, die würde das tun, ohne zu überlegen. Und das ist es, was du mit deinem Ego eben auch einfach lernen musst. Wenn du merkst, dass du in diesem Hamsterrad der Aufschieberitis bist, schon schwindlicher und quasi wie so ein Hamster auf Speed, ja, der in seinem Hamsterrad herumrennt und versucht, irgendwo hinzukommen, ohne jemals irgendwo zu landen. Wenn du also merkst, du bist wie dieser Hamster auf Speed, und bist immer wieder in dieser Aufschieberitis-Rolle und Routine irgendwie drinnen, dann werde dir klar darüber, dass es gerade mal wieder nur um dein Ego geht. Dass es nicht um die Menschen da draußen geht, für die du heute etwas tun kannst. Dass es nicht für die Menschen geht, die in deinem Umfeld auch etwas davon haben, weil du etwas machst. Es geht dir in deinem Business vielleicht gerade darum, dass du dir etwas beweist, dass du etwas auf die Beine bringst, dass du deinen Gefühlen und deinen Emotionen folgst. Und ich habe vollstes Verständnis dafür. Ich weiß auch, wie wichtig das ist. Aber alles, was du tust, tust du eben nicht nur für dich. Es gibt Menschen, die sind abhängig von dir. Das sind nicht nur deine Kunden, das ist deine Familie, das ist dein Partner, das sind deine Kinder, das sind deine Nachbarn, deine Eltern. Es sind Menschen da, die auf dich zählen, das sind deine Freunde, die auch für dich einfach das Beste wollen, immer wieder. Für die du vielleicht auch in ganz vielen Bereichen ein Vorbild bist, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Auch ecken wir ganz oft an bei anderen. Aber auch das ist wichtig, um zu zeigen, auch um anderen zu zeigen, hey, es gibt eine Welt außerhalb dieser Box, in der so viele drinnen stecken. Sobald wir anfangen, die Dinge nur um uns kreisen zu lassen und dass wir der Mittelpunkt des ganzen Universums sind und der Mittelpunkt unseres Businesses sind, bist du schon auf dem Ast, der absteigend ist. Also lerne dein Ego auf die Seite zu schieben. Lerne für dich selbst zu verstehen, dass es immer um dieses große Ganze geht und nicht nur um dich als kleines, super Mini-Individuum. Sondern, dass du durch das, was du tust, was du machen kannst, durch jedes Mal, wo du rausgehst, wo du dich zeigst, wo du in deine Sichtbarkeit gehst, wo du wirklich bereit bist, anderen Menschen etwas weiterzugeben, jedes Mal, wenn du dein eigenes Ego quasi liebevoll übertrumpfst, machst du den richtigen Schritt. Und dadurch wird dein Business wachsen schneller als jemals zuvor. Dadurch wirst du als Mensch wachsen, jemals. Schneller als jemals zuvor. Und dadurch wird dein Einfluss, dein Impact, deine Reichweite wachsen schneller als jemals zuvor. Hör auf, dieser Hamster auf Speed zu sein. Hör auf, dass sich alles um deine Aufschieberitis, sprich um dein Ego dreht. Und fang an, das große Ganze zu sehen, wo du quasi dieser eine Tropfen bist, der aufs Wasser fällt, der so viele Wellen auslöst. Und dann stell dir vor, was passiert, wenn dieser Tropfen einfach aufhört, weil dein Ego gewinnt. Oder genau das Gegenteil, dass du sagst, okay, und jetzt mache ich aus diesem Tropfen mal richtig was. Jetzt lasse ich mal richtig da meine Energie rein und schiebe mein Ego mal komplett auf die Seite und verstehe, dass es um mein Business geht und dass das unglaublich viel bewirken kann. Also, Aufschieberitis und Ego auf die Seite. Wir alle kennen das. Ich genauso wie du. Wichtig ist nur, dass du dich dabei ertappst, dass du dich dabei erkennst, weil dann erst kannst du diese Muster durchbrechen.
weil dein Erfolg nun mal immer wieder deine bewusste Entscheidung ist. Und weil es darum geht, dass du dein Mindset wirklich im Griff hast. Mindset matters most. Also, lass uns gemeinsam groß werden. Du mit deinem Business, mit deinen Visionen, mit deinen Zielen und ich mit meinen. Ich bin hier, um dir all die Tools an die Hand zu geben, die du brauchst, damit du es auch wirklich durchziehen kannst. Ich bin da für dich, jeden Tag, immer wieder, um dir dabei zu helfen, dein Ego in den Griff zu kriegen. Also, let's go big. Wir sehen, hören, lesen uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Ciao.